Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay zu einem brandneuen Let's Play Video. Und hier ist der Gleisbau Simulator 2014, das sieht man hier schon, sieht echt geil aus. Wir haben folgende Maschinen: Gleiskraftwagen, dann haben wir hier eine Schraubmaschine, Kleinstopfmaschine, ach du Kacke, wie sieht das aus? Schwellenportalanlage, Gleiskraftwagen, genau. So, wir beginnen mit der Karriere. Ich gehe mal hier in die Einstellungen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz was einstellen. Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt geht's. So, Karriere. Fangen wir mal die Karriere an. Level 1. Aufgaben. Einführung in die Steuerung der Gleiskraftwagens. Maschinen mit dem Kran verladen. Einführung in die Steuerung der Schraubmaschine. Schrauben der Schwelle nachziehen. Start. Wenn es euch gefällt, macht einen Daumen hoch und über ein Abo werde ich mich freuen. Und das ist gerade ein richtig geiles Bild. Es wurden die Original-Maschinen genommen von Robel. Sieht man hier gerade. Auch im Spiel. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch. Das ist das neue Projekt. Mit der Stadtbahn, Düsseldorf, ne, kommt auch noch. Bin ich mal gespannt. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich freue mich schon, wenn es losgeht. Jetzt. Willkommen zu Ihrem ersten Arbeitstag auf der Gleisbaustelle. Sie werden gleich den Gleiskraftwagen zur Baustelle fahren. Mit den Tasten W und S lässt sich der Gleiskraftwagen vorwärts bzw. rückwärts bewegen. Mit der Taste Steuerung kann gebremst werden. Okay. Fahren Sie nun mit dem Gleiskraftwagen zur Baustelle. Tipp: Mit gedrückter rechter Maustaste kann die Kamera geschwenkt werden. Mit der Taste C die Kamerasperspektive wechseln. K Scheibenwischer ein- ausschalten und mit Taste L Scheibenwerfer. Oh, oha. Das sieht geil aus. Guckt mal. Wie detailliert. Hammer. Ah, cool. Können wir auch drücken? Nee, ne? Ne, müssen wir ja nicht. Okay, fahren wir mal zur Baustelle. Wo ist denn die Baustelle überhaupt? Die Baustelle ist wo? Vorwärts, oder? Hoffe ich mal. Ja, wenn er dann fahr mal drückt, wird's wieder. Ist ja wurscht. Ah, da steht's ja. 900 Meter. 900, ja. 100 Meter bis zur Baustelle. Also, das heißt, wir sind schon mal richtig. Und das ist hier. Da, wo dieser Kreis ist. Boah, ey. Sieht genauso hammer aus wie Ding. Wie beim. Wie heißt der? Ach, helft mir. Wie heißt der nochmal? Dieser Holzfäller, mein Gott. Sehr gut, auf der Ladefläche des Gleiskraftwagens befindet sich eine Schraubmaschine. Schalten Sie mit der Taste M in den Kranmodus um. Verladen Sie nun die Schraubmaschine auf die Schienen hinter dem Gleiskraftwagen. Um die Schraubmaschine zu verladen, müssen Sie den Kran bedienen. Dieser lässt sich mit den Pfeiltasten rotieren und heben. Mit Taste X und Y kann der Teleskoparm ausgefahren werden. Versuchen Sie nun, die Maschine zu verladen. Hinweis: Als Hilfestellung wird eine rote Verbindungslinie zwischen Kranarm und Maschine dargestellt. Erst wenn die Linie grün ist, kann die Maschine mit der Leertaste befestigt werden. Ah, ja. Huch. Okay. Ah.
Okay, gut gemacht. Schwenken Sie nun den Kranarm nach hinten, um die Schraubmaschine an einer der beiden Schienen abzuladen. Lassen Sie dabei die Maschine erst vom Haken, wenn Sie die Meldung erhalten, dass die Schraubmaschine an der richtigen Position zum Verladen ist. Okay. Alles klar. Muss ich überhaupt hin? Hier? Nee. Nee, nicht hier. Da nicht. Darüber. Ach du Kacke. Ach nee, hinter dem Ding. Ich muss dahinter. Mensch. Dahinter. Gott. Jetzt. Ha, klasse. Drücken Sie nun die Escape-Taste, um aus dem Gleiswagen auszusteigen. Mit den Tasten A und D können Sie nun nach links und rechts gehen. Mit gedrückter Shift-Taste können Sie rennen. Oh, sogar freiwillig. Laufen Sie nach rechts zur Schraubmaschine und starten Sie den Motor. Nur geil. Wie läuft denn der rum? So, die Schraubmaschine wird mit den Tasten W und S nach vorne hinten gefahren. Mit Tasten A und D können Sie den Schraubknopf auf die andere Schiene bewegen. Ihre Aufgabe ist es nun, die Schrauben, welche die Schwellen mit den Schienen verbinden, festzudrehen. Okay. Links oben am Bildschirmrand sehen Sie die verbleibende Zeit, Anzahl an Schrauben. Ah ja. Mit der Taste M kann die Schraubmaschine an die andere Seite verladen werden. Ah ja. Oha. Was geht denn hier ab jetzt? Okay. Immer wenn es grün wird. Okay. Das hat er gesagt mit M, ne? Genau. Weiter. Nein! So. Genau. Weiterfahren. Sehr witzig. Willkommen bei der Deutschen Bahn. Ja. Warte mal, innen auch? Oh, innen auch. Verkackt. Innen ja auch. Oh Mann. So genau. Haben wir es halt so. So, geht doch. Nochmal. So, zack. 25 Schrauben. Okay, rüber. Stimmt ja, man muss ja beide Seiten. Hä? Seite kann an dieser Stelle nicht gewechselt werden. Warum nicht? Okay. Verstehe ich nicht. Geh mal halt so rüber, dann so. Genau. So, fahren wir ein Stück weiter. Noch 16 Schrauben, Freunde der Nachtmusik. Huch! Nicht so stark hupfen hier. Sieht irgendwie aus wie eine Biene von vorne, das Teil da.
Boah, ich bin der Meister. Der Meister auf Schraube. Die Firma Robel wird stolz auf mich sein. So, rüber. Und eine noch. Ha, gut gemacht. Laden Sie nun die Schraubmaschine wieder auf die Ladefläche des Gleiswagens. Oh Gott. Gut, rennen wir mal hin. Das ist das Gleiswagen, oder? Ja. Leertaste. Ne, warte mal, zurückfahren. So, jetzt. Mit M, ne? Genau. So, nehmen wir. Huch! Gott. Jetzt hat jawohl. Runter. Zum 8+ muss der Gleiskraftwagen noch von der Baustelle entfernt werden. Fahren Sie mit dem Gleiskraftwagen weiter die Bahnstrecke ab. Okay. Ich muss hier weiterfahren, ne? Hallo? Achso, mit dieser Taste hier. Genau, also weiterfahren. Gut, fahren wir weiter. Ich bleib hier mal in der Ich-Perspektive. Das ist realistischer hier. Wo ist denn der Haltepunkt? Der müsste gleich kommen. Aber das ist voll cool, man kann ja auch rumlaufen mit der Figur. Das ist geil. Ich mag das Spiel. War eine gute Idee, dass ich das Let's Playen werde. Ich komme hier vor wie beim Ding. Train Simulator. So, alle Aufgaben gemeistert. Level 2. So, was machen wir auch noch? Einführung in die Bedienung des Trennschleifgerätes. Schienen mit dem Trennschleifgerät teilen. Schraubmaschine bedienen. Alte Schienen durch neue ersetzen. Notlaschenverbinder einsetzen. Dann starten wir doch mal. Zweite Level. So, und schauen wir mal. Es ging ja schon mal sehr gut. Wieder was trinken. So, ich hoffe, das wird nicht so schwer. Was für so lang? Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das so findet bis jetzt. Ob ihr das Spiel gut findet, schlecht findet, wie auch immer. Na. Noch 20. Ja, gleich singe ich ein Lied. Gleich singe ich eine von der Arie. Oder Jodelabing. Hola Dio, hola Dio. Also ich merke, das braucht sehr lange. Ja, la 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 la. Es braucht eine sehr lange Ladezeit. Aber das warten wir jetzt auch noch ab. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt. So. Guten Tag, heute wird es Ihre Aufgabe sein, die Schienen an einem Gleisstück auszutauschen.
Wenn Sie nun nach rechts laufen, finden Sie rechts neben der Schraubmaschine ein Trennschleifgerät. Nehmen Sie durch Drücken der Leertaste das Trennschleifgerät in die Hand. Nach links, nach rechts. Ah, die Säge da. Okay. Sehr gut, rechts von Ihnen sind die Stellen markiert, an denen die Schienen auseinander geschleift werden sollen. Begeben Sie sich mit dem Trennschleifgerät dorthin und beginnen Sie mit dem Trennen der Schienen. Ach du großer Gott. Halten Sie die Leertaste gedrückt, um die Schiene mit dem Trennschleifer zu durchtrennen. Okay. Wow, Alter. Oha, was geht jetzt ab? Also das sieht hammergeil aus. So, andere Seite auch noch. Schön auswechseln, ist wahrscheinlich schon morsch oder so. Wow, Funken. Jawohl, gut gemacht. Drücken Sie die S-Taste, um das Trennschleifgerät wieder von der Schiene zu entfernen. Danach müssen Sie noch 5 weitere Stellen die Schienen... Was? Ach so. Okay. Zack. Und hinlaufen. Witzig. So, machen wir da auch nochmal. Ah, da sind die Stellen schon hier. Cool. Und meine Nase kitzelt. So. Esk. Oha, Schafe. Geil. Geil. Was geht denn hier ab, ey? Das Spiel wird immer interessanter. Ohne Witz jetzt mal. Also ich habe das nicht bereut, das Spiel gekauft zu haben. Und auch nicht zu Let's Playen, überhaupt nicht. Also Leute, die an Simulatoren interessiert sind, die kann ich das Spiel hier nur empfehlen. Das wurde hier echt mit Liebe gemacht. Was? Alle Schrauben an der... Was? Nun sollen sie mit Hilfe der Schraubmaschine alle Schrauben an den Schwellen, welche mit den eben durchtrennten Schienen verbunden sind, aufschrauben. Ach so. Okay. Das heißt wieder zurück, oder wie? Ja. Gut, dann gehen wir zurück. Ob der Baumeister geht zurück. Ah ja, so genau. Dann nehmen wir das da. Und fahren hin. Ah, da sind ja die Schrauben. Okay. 40 Schrauben diesmal. Das ist echt eine Menge jetzt. Ah. Stopp! Leertaste. Jawohl. Rüber. Hallo? Rüber. Andere Seite. Und weiterfahren. Na. Jetzt hat. Rüber. Wie geht das nochmal? Nein, nicht so. Mit M. Ja. Okay, weiter geht's. So, rüber. Huch, wird das erst. Diese Schafe machen mich noch ganz nervös. Huch, drüber, hallo. Warum nicht? Nein, dann nicht. Dann geh mal darüber. Nein, nicht rüber. Na. Nochmal rüber. Jetzt nochmal zurück.
So, jetzt. Schrieb, schrapp, schrapp. Ba, ba, ba. Ich komme mir schon vor wie bei der Deutschen Bahn hier. Wenn ich so weitermache mit den Simulatoren, habe ich alle Berufsgruppen durch. Dann kann ich mich klar anmelden überall. Jetzt fehlt nur noch der Totengräber-Simulator. Vier noch. So, die vorletzten. Sehr schön. Entfernen Sie nun mit Hilfe des Gleiskraftkranwagens die alten Schienen von den Schwellen. Laden Sie die alten Schienen neben dem Gleis auf den Boden ab. Anschließend verladen Sie die neuen Schienen von der Ladefläche des Gleiskraftwagens auf die Schwellen. Die neuen Schienen müssen exakt an den vorhandenen Schienen positioniert werden, damit die neuen Schienen direkt abgeladen werden können. Verwechseln Sie nicht die alten mit den neuen Schienen. Oh Gott. Okay. Okay, ein bisschen weiter weg noch. Jetzt das. Okay, gehen wir mal hin. Ratter, 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 ratter. So. Wo sind die? Na, na, zurück. Wieso vier Schienen? Hm? Was? Warte mal. Ich hab doch jetzt... Die hab ich doch jetzt gemacht. Stopp! Hallo, stopp. So. Okay. Mit M. Ja, genau. Okay. Oh Gott. Ah, warum geht es jetzt nicht? Mach mal mit M wieder. Bitte vor. Ah, stopp. Stopp, stopp, stopp. Bleib doch stehen jetzt. Okay, nochmal M. Na, oh, das ist zu weit wieder, oder? Oh Gott. Hm, zurück. Hä? Sie verarschen? Hä? Alte Schienen entfernen durch neue ersetzen. Ja, mach ich doch. Warum geht es nicht? Verstehe ich nicht. Warte mal. Bitte? Ah, Etzer. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ist hier witzig. Okay, nehmen wir das da. Rüber damit. Muss ich jetzt in diese Perspektive machen, was sonst käme überhaupt nicht mehr aus. Hä? Hallo? Nee, nicht so. Ich muss doch ein bisschen weiter zurückfahren, oder? Jetzt. Hm? So. So. Bin rüber. Jetzt. Noch weiter. Ist doch
schon wieder zu weit. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Geh jetzt mal rüber. Jetzt! Alter! Oh Mann! Okay, wieder rüber. Das ist der Zeig. So. Runter. Halleluja. Hä? Sitze? Warte mal, Auftrag, hä? Was? Und jetzt die alten da drauf wieder, oder wie? Also hier wieder. Oder was denn? Hey. Nicht kaputt machen. Gott. Hä? Zwei Schienen übrig. Wie meinten wir das? Großer Gott. Hä? Ja, und jetzt? Wo noch? Von der... Die neuen Schienen müssen exakt... Damit die neuen Schienen korrekt abgeladen werden können. Jetzt. Jetzt festschrauben, oder? Notlaschenverbinder. Mache ich das jetzt überhaupt richtig? Hä? Was ist jetzt? Ja, ist es jetzt richtig oder nicht? Maschine. Noch zwei Schienen übrig. Hä? Was denn? Was willst du von mir? Ach so. Nö. Das da, ja, okay. Jetzt hab ich's auch kapiert. Okay, dann. Oh Mann. Sag's doch gleich. Ich muss doch das auch machen. Sorry Leute, aber es war gerade ein bisschen verpeilt. So. Na, rüber. Jetzt. Halleluja. So, rüber. Huch, hoch. Ah, da warst du gerade. Nein. Nö, jetzt. Eine noch. Ja, lesen bildet noch. So. Zack. Macht echt Spaß, das Spiel.
Oh, sehr gut gemacht. Steigen Sie nun aus dem Gleiskraftwagen aus und verbinden Sie die neuen Schienenstücke mit jeweils einem Notlaschenverbinder. Diese dienen dazu, den Schienen den nötigen Halt zu geben, bevor die Schienen zusammengeschweißt werden. Okay. Na 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 na. Ein Schienpaar übrig. Ich will nur das. Weg damit. So, jetzt. Schrauben Sie jetzt mit die neuen Schienen mit Hilfe der Schraubmaschine fest. Ja, jetzt fahren wir erstmal den Wagen weg, ne? Hurra! So. Hey. Jetzt ab. Rennen! Renn um dein Leben. Okay. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an. So, rüber. Zack. Nein! Ach, da. Nicht aufschrauben. Rüber. Jetzt. Und rüber. So. Nächsten Schrauben. Und die nächste Schrauben. Und weiter fort. So, weiter. Und rüberspringen. So, bei den nächsten Male mache ich auch immer nur einen Auftrag dann. Nicht mehr zwei. Hallo? Kann ich mir die Seite wechseln? Oh Gott. Nein! Hallo! Jetzt! So, weiter. Sehr gut. Alles wie geschmiert läuft's hier. Überspringen, aber es gleich. Und dann noch schweißen. Und letzte Schraube. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben alle Aufgaben gemeistert. Cool. So, beim nächsten Mal seht ihr dann Level 3 Brückeninspektionsgerät bedienen. Brückeninspektion durchführen und Brückenschäden dokumentieren. Das kommt dann beim nächsten Mal. Also, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch und ein Abo, würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal hier beim Gleisbausimulator 2014. Tschüss!